Nach den ersten beiden Staffeln, die ein extremer Erfolg waren, der dritten, die nicht so ganz gut funktioniert hat, gibt es jetzt die vierte Staffel zu American Horror Story Freak Show. American Horror Story, muss ich sagen, habe ich vorher noch gar nicht so gekannt. Mir wurde schon mehrfach empfohlen von vielen Personen, die meinten, die Serie ist echt richtig gut. Und wenn man so horrormäßig, gruselmäßig angeschlagen ist, dann sollte man sich das angucken. Und ihr wisst, ich mag Horrorfilme, auch wenn ich mich teilweise grusel. Und da muss ich einfach sagen, ich habe mir die erste Staffel angeguckt. Die erste Staffel hat mich auch schon direkt irgendwie in einem gewissen Maße gefesselt. Dann die zweite und jetzt sind wir schon bei der vierten. Und da muss ich bei der vierten sagen, die vierte gefällt mir bei diesem ganzen Szenario extremst gut. Wir finden uns auf einem Zirkus wieder und zwar wird der von Elsa Maas geleitet. Sie ist selbst so gesagt ein Freak, noch niemand weiß davon und sie hat Freaks um sich rum, beziehungsweise jetzt, um förmlich zu sein, Menschen mit Behinderung, die irgendwelche körperlichen Genfehler haben und als Freaks bezeichnet werden von den ganzen anderen Menschen, werden sie als Freaks abgestempelt und da gibt es einen Zirkus und viele gucken sich das an, um sich darüber lustig zu machen, doch es passieren Morde in der kleinen Stadt Jupiter und natürlich, wer wird verdächtigt? Der Zirkus von Elsa Maas und irgendwie müssen sie sich da durchschlängeln und dann gibt es ja auch noch den Mörderclown und das ist so das Szenario, was mich schon so von Anfang an irgendwie daran erinnert hat. Wo hat es angefangen mit S und wo sind wir jetzt bei Mörderclowns und was ist das beste Szenario? Natürlich ein Zirkus und mich persönlich hat es super gut angesprochen. Die Staffel ist auch mal wieder richtig gut, weil da haben wir nämlich das Problem. Die ersten beiden Staffeln waren vom Horror-Feeling extremst gut, waren gruselig gemacht, haben echt gefesselt und bei der dritten Staffel wurde dann so ein bisschen schwankend die Kamera drüber gehalten, dass es halt nicht mehr so gruselig ist, sondern ein wenig eher trashartig, habe ich schon oft gelesen, auch in anderen Kritiken. Und da muss ich sagen, ist die vierte Staffel wieder extremst gut geworden, hat irgendwie wieder diesen Look vom Gruseligen, vom Mysteriösen und man möchte irgendwie weiterschauen und die ersten beiden Folgen ziehen sich auch nicht irgendwie wieder mal in die Länge, sondern sie fesseln direkt am Anfang und das ist eigentlich so das Hauptteil einer Serie, dass sie am Anfang direkt fesselt. Es bringt nichts, wenn man mittendrin irgendwie einen spannenden Part hat, den Zuschauer daran fesselt, diese Serie weiterzugucken. Es muss von Anfang an spannend sein und das ist bei American Horror Story Freakshow wieder der Fall. Und deshalb finde ich die Serie wieder extremst gut geworden und muss sagen, von allen Teilen so eine Bewertung mindestens 8 von 10 möglichen Punkten in der Gesamtwertung von allen American Horror Teilen 8 von 10 und in dieser speziellen bestimmt auch 7,5 bis 8 von 10 möglichen Punkten. Also eine Empfehlung von mir, American Horror Story Freakshow. Extremst gut und damit bin ich durch. Wie gesagt, wir sehen uns ja im nächsten Video wieder und bis dahin... Weiterschauen.